Liebe Freunde, das, was ich jetzt hier hochlade, ist der dümmste Kartentrick, den ich jemals auf diesem Kanal performt habe. Das, was ihr jetzt seht, ist vor allem perfekt für Anfänger, aber auch Fortgeschrittene und Profis können damit ihren Spaß haben. Es ist so eine Art Anti-Trick. Okay? Der Zuschauer glaubt jetzt die ganze Zeit über, ihr wärt absolute Vollidioten. Und vielleicht glaubt ihr das auch gleich, ob ich das wirklich ernst meine und das wirklich auf diesem Kanal als Kartentrick erkläre. Aber es geht hier um den Spaß an der Sache. Ich zeige euch jetzt erstmal, worum es geht und dann erkläre ich euch, wie ihr das Ganze nachmachen könnt. Macht euch locker, Freunde. Das hier ist perfekt, vor allem für Partys, für eure Freunde. Das ist nichts für die Bühne, würde ich sagen. Aber um so ein bisschen Spaß zu haben und sich schlapp zu lachen, ist das hier, glaube ich, einfach perfekt. Okay, Freunde, der dümmste Kartentrick aller Zeiten. Film ab. Alles, was ihr tun müsst, ist, ihr merkt euch bitte genau die drei Karten, die ich euch jetzt nach und nach in die Kamera halte. Okay? Karte Nummer 1, das Herz Ass. Bitte nicht vergessen, ja, das Herz Ass kommt genau hier hin. Karte Nummer 2 wählen wir wieder etwas random aus. Zack und zack. Karte Nummer 2 ist nämlich das Kreuz Ass. Das kommt genau hierher. Und Karte Nummer 3, Achtung, Steigerung. Bam, bam. Ja, genau. Genau. Und Karte Nummer 3 ist das Karo Ass. Auch das kommt genau, genau hier hin. Mehr müsst ihr nicht tun. Ihr müsst nur wissen, Herz Ass, Kreuz Ass und Karo Ass. Und diese drei Asse werde ich jetzt verwandeln in die drei Damen der jeweiligen Farbe. Bam! War das lustig? Ist das ein Experiment wert? Ich weiß ja nicht. Ich dachte mir, experimentell probieren wir das einfach mal aus. Ich stelle das wirklich auf YouTube und gucke, wie ihr reagiert. Jetzt mal wirklich ganz, ganz, ganz ehrlich. Hat euch das jetzt sogar vielleicht in irgendeiner Form überrascht oder gefühlt oder wie auch immer, dann lasst mir gerne jetzt einen Daumen nach oben auf das Video da. Und wenn ihr das gerade richtig, richtig kacke fandet, dann lasst mir auch gerne einen Daumen runter da. Ich will die Bilanz sehen. Ihr dürft mir auch gerne noch in den Kommentaren ein bisschen ausführlicher dazu schreiben, wie eure Meinung dazu ist, wie eure Gedankengänge währenddessen waren. Und ich erkläre euch jetzt auch, wie ihr das nachmachen könnt. Also, wie gesagt, das ist auf jeden Fall für absolute Anfänger absolut genial. Das hier funktioniert für mich nicht so gut, weil ihr wisst ja, dass ich seit Jahren Kartenmagie auf YouTube mache. Ihr wisst, dass ich jetzt nicht random sowas Dummes raushaue. Ja, also hier eine 3 zu haben und das hier so zuzuhalten, aber man sieht zwischen den Fingern noch die beiden anderen Symbole und so. Ihr wisst, dass ich das nicht einfach random raushaue, nachdem ich so viele andere so tolle Effekte schon erklärt habe auf meinem Kanal. Deswegen funktioniert das hier für mich nicht so gut. Für wen ist dieser Effekt? Das hier ist perfekt für Leute, die vielleicht gerade anfangen in der Magie oder es vielleicht auch schon länger machen. Es geht nur darum, dass eure Zuschauer nicht wissen, wie gut seid ihr. Das hier ist der perfekte Effekt für diejenigen, bei denen die Zuschauer nicht wissen, wie gut sie eigentlich in der Magie sind. Weil jetzt traut man es euch zu, wenn ihr sagt, ja, ich zauber noch nicht so lange, dass ihr dann halt wirklich sowas Schlechtes performt, dass die Leute sich wirklich sagen, ah, okay, so ein Anfänger ist er. Ja, ich gucke mir das mal an bis zum Schluss. Und dann haut ihr die aber trotzdem komplett weg, weil mit den Damen wirklich keiner rechnet. Dazu muss man aber wirklich selbstbewusst sein und ihr müsst damit klarkommen, dass zu 90% des Effektes die Leute schlecht über euch denken und denken, ihr wärt halt absolute Vollidioten. Ja, damit müsst ihr klarkommen. Wie funktioniert dieser Effekt? Wir suchen uns einmal die entsprechenden Dreien und die Damen raus. Es müssen genau die Dreien sein, weil nur die 3 so aufgebaut ist, dass wir hier mit 2 Händen genug Informationen zuhalten können, dass es trotzdem nach einem Ass aussieht. Guckt euch die anderen Karten an. Es würde höchstens noch mit einer 5 gehen, aber da müsste man die Karte wirklich so halten. So komplett verdecken die beiden Symbole. Hier kann man sogar noch so ein bisschen was offen lassen. Das sieht jetzt auf den ersten Blick bei der ersten Karte vielleicht sogar wirklich aus wie ein Ass. Aber es ergibt natürlich gar keinen Sinn, das Kartenspiel so zu halten und so mit den Fingern irgendwie was zuzuhalten. Ergibt gar keinen Sinn und das soll ja auch nach genau diesem Trash aussehen. Liebe Profi-Zauberer, bevor ich jetzt in den Kommentaren meldet oder mir wieder 5 Minuten lange WhatsApp-Sprachnachrichten macht mit, boah, ist das ein schlechter Effekt, glaubst du wirklich, das wäre krasse Zauberei? Das ist bewusst als Trash gemeint. Das ist ein Prank, okay? Es ist ein Spiel. Es gibt auch noch Leute da draußen, die haben Spaß am Leben. Lasst uns ein bisschen Spaß haben. Also, das Setup ist folgendes. Auf eine Dame kommt die entsprechende 3 drauf und das alles unten im Kartenspiel. Also auf die Karo-Dame kommt die Karo-3, darauf kommt die Kreuz-Dame mit der Kreuz-3 und die Herz-Dame mit der Herz-3. So. Das alles ist jetzt unten im Kartenspiel vorbereitet. Wenn ihr vorher einmal mischen möchtet, müsst ihr beim Riffle-Shuffle darauf achten, den ich euch da oben erklärt habe, falls ihr noch nicht könnt. Da müsst ihr beim Riffle-Shuffle darauf achten, dass ihr hier unten erstmal die 6 Karten fallen lasst, bevor ihr weitermischt. Okay? Dadurch, seht ihr schon, bleiben die unteren Karten
in der gleichen Reihenfolge. Das könnt ihr, wenn ihr das smooth vorführt, ganz einfach so machen. Ich greife hier mit meinem Daumen nicht ganz unten. Entschuldigung, ich habe mir da ein bisschen wehgetan gestern. Ich greife nicht ganz unten, sondern ich greife einfach schon etwas weiter oben und habe dadurch automatisch unten einen Block Karten. Und in der entsprechenden Geschwindigkeit sieht das Ganze dann vernünftig aus. Ja? Wichtig ist nur, flasht beim Mischen bitte nicht, dass unten eine 3 ist. Ja? Also ihr wollt nicht zeigen, dass hier eine 3 ist, die Karten mischen und auch jetzt auf gar keinen Fall flashen, dass da eine 3 ist, weil dann nehmt ihr diese Überraschung komplett vorweg. Wir nehmen das Kartenspiel so in unserer Hand und halten es jetzt so fest, dass wir die beiden Symbole der 3 verdecken. Wenn ihr nicht, wie ich gerade vor der Kamera vorführt, müsst ihr natürlich mit dem Kopf so rüberschauen, dass ihr die Karte auch sehen könnt, ne? Das ist klar. Meiner Meinung nach sollte die erste Karte wirklich nach einem Ass aussehen. Also hier wollt ihr noch nicht irgendwie aus Versehen flashen, dass hier noch andere Symbole sind und dass es eine 3 ist, sondern bei der ersten Karte sollte es wirklich wie ein Ass aussehen. Aber natürlich ist es trotzdem verdächtig, dass ihr die Karte so komisch haltet. Der Zuschauer wird jetzt sich schon Gedanken machen, hä, WTF? So sieht das Ganze wirklich aus wie das Herz Ass und während ich das Deck jetzt runterdrehe, performe ich den sogenannten Glide. Den Glide habe ich euch schon öfter erklärt auf meinem Kanal. Ich habe kein eigenes Zauberei-Basic-Video dazu. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Das würde dann nur 2 Minuten dauern. Deswegen erkläre ich es euch lieber jetzt einmal ganz schnell. Wir sind sowieso in dieser Position und machen jetzt mit unserer linken Hand Folgendes. Ich zumindest als Rechtshänder. Ich ziehe, wenn ich die Finger hier sowieso habe, mit dem Mittelfinger die Karte einfach etwas nach innen. Also, die Karte schaut jetzt zu meiner linken Hand, ja? Ich ziehe das Richtung linke Hand, mit der linken Hand. Und das passiert in der Abwärtsbewegung, sodass der Zuschauer nicht sieht, dass mein Finger sich hier minimal bewegt, okay? Das hier sollte der Zuschauer nicht sehen und dazu nutzen wir wieder das gute alte Sprichwort, die große Bewegung versteckt die kleine. Okay, das Herz Ass und in der Abwärtsbewegung habe ich gerade den Glide durchgeführt. Das reicht hier so ein Stück völlig aus. Jetzt kann ich nämlich hier greifen und ziehe eigentlich die Herz-Dame raus. Das ist der ganze Move, auf dem der Effekt beruht. Die Dame kommt hier hin und jetzt Folgendes. Die Karte ist sowieso jetzt nach innen verschoben. Wenn ich also das Kartenspiel jetzt so drehe, etwas nach oben geneigt, sieht der Zuschauer nicht, dass hier die Karte nach innen verschoben ist. Das bedeutet, ich kann jetzt hier perfekt reingreifen und habe mit dem Daumen so einen Thumbbreak. Also mein Daumen hält jetzt einen Spalt oberhalb dieser Herz 3. Die möchte ich jetzt nämlich nach oben bringen oder wo auch immer hin. Hauptsache, sie ist nicht mehr da unten im Weg. Und das kann ich ganz einfach folgendermaßen tun. Ich halte das Kartenspiel ja so in meiner rechten Hand. Der Daumen hält den Spalt. Mit meinem rechten Zeigefinger mache ich jetzt hier so einen Swing Cut in meine linke Hand. Platziere das Kartenspiel hier jetzt drauf, halte aber weiterhin den Break und kann jetzt alles unterhalb des Breaks, ich mache den mal ganz groß, dass ihr es sehen könnt. Okay, ich mache nochmal auf 0. Ich übertreibe jetzt mal ganz, ganz, ganz groß, dass ihr genau sehen könnt, was passiert. Wir hatten die Karte geglidet, ja? Die schaut jetzt also ein Stück hier rüber. Ich drehe das Kartenspiel hierher. Ich drücke mit dem Daumen etwas hier rauf und habe hier meinen Break. Ich übertreibe jetzt mal volles Rohr, okay? So, hier ist die Herz 3. Jetzt mache ich den Swing Cut in meine linke Hand. Platziere das unter der Karte. Halte aber nach wie vor diesen Spalt hier. Jetzt liegt hier oben also die Herz 3. Und solange dieser Stapel hier unten landet, ist ja völlig egal, was mit dem unteren Stapel passiert. Ihr könntet jetzt also beispielsweise einen Double Undercut machen. Das heißt, eine Hälfte davon nehmen, nach oben legen. Den Rest ab dem Break nehmen, nach oben legen. Jetzt sind hier diese Karten, die 3 und die Dame unten. In diesem Fall wäre die 3 jetzt nach oben kontrolliert worden. Oder, ich tue die nochmal nach unten. Wir hatten den Glide gemacht. Ich mache einen viel zu großen Break, dass ihr verfolgen könnt, was ich tue. Oder, was ihr auch machen könnt, ist zack, ihr haltet hier jetzt den Break und ihr legt jetzt alles oberhalb des Breaks auf den Tisch, weil hier unten sind jetzt die Dreien und die Damen. Und könnt jetzt mit diesem Stapel machen, was ihr wollt. Ihr könnt hier jetzt noch einen kleinen Stapel drauflegen, ihr könnt die hier noch mischen, hier wieder was drauflegen, zack, das ein paar Mal abheben, hier, bam. Jetzt spielt es ja überhaupt keine Rolle mehr. Die eine 3 haben wir jetzt verloren. Hauptsache, die unteren Karten bleiben in der richtigen Reihenfolge, okay? Die nächste 3 ist dran, die Kreuz 3. Und wir machen wieder dasselbe. Wir halten so alles zu. Aber wir können hier jetzt schon so ein bisschen flashen. Natürlich ist das nicht das Kreuz Ass, sondern es ist die Kreuz 3. Ja, das darf der Zuschauer jetzt schon sehen. Wichtig ist, dass ihr ganz selbstbewusst einfach immer weiter redet um Kopf und Kragen. Hier passiert wieder der Glide. Wir legen die Dame hin. Gebt den Zuschauer jetzt nicht die Chance, euch dazwischen zu reden. Der ein oder andere Zuschauer wird jetzt das Bedürfnis haben, euch zu sagen, ich habe gesehen, dass es die 3 war. Labert immer weiter, okay? Ihr seid jetzt im Performance-Modus. Lasst euch nicht dazwischen reden. So, die Dame kommt hier hin und
Und wir bringen das Kartenspiel noch etwas weiter durcheinander. Wenn der Zuschauer was sagen will, dann sagt er, ja, warte, lass mich kurz zu Ende performen. Ich habe wieder den Break hier an der Stelle. Zack, ich kann wieder machen, was ich möchte. Hauptsache, die Karten sind schön durcheinander. Und die unteren Karten sind in der richtigen Reihenfolge. Also wir haben jetzt zweimal das gleiche gemacht. Und die letzte Karte ist dran. Und hier darf der Zuschauer gerne richtig volles Rohr sehen, dass es eine 3 ist. Okay? Der Zuschauer muss wirklich erkennen, wir schummeln nicht nur, dass es nicht ein Ass ist, sondern der Zuschauer sollte wirklich erkennen, es ist eine 3. Das sollte der Zuschauer wirklich sehen können. Ja, also wir machen hier Fenster ohne Ende. Vielleicht flashe ich hier sogar das 3-Symbol in der Ecke. Zack. Alright. Und auch hier wieder. Gleit. Ich ziehe die Dame und lege sie auf den Tisch. Jetzt kann ich das Kartenspiel, um die 3 loszuwerden, auch nochmal durchmischen und beiseite legen. Der Zuschauer ist sich jetzt zu 100% sicher, hier liegen die 3 Dreien. Und er denkt, dass wir ihn für so dumm halten würden, dass er das nicht erkannt hätte, dass es nicht die Asse, sondern die Dreien sind. Und jetzt tun wir in unserer Sprache etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Wir sagen jetzt, okay, hier liegen jetzt die Asse. Und ich verwandle diese Asse jetzt und der Zuschauer wird mit den Augen rollen und sich denken, Digga, wirklich, das ist der Trick, du verwandelst die Asse jetzt in die 3. Und wir machen auch die Geste der 3 und sagen, wir verwandeln diese Asse jetzt in die 3. Der Zuschauer denkt jetzt, ja, okay, in die 3, wie auch immer wir das formulieren. Und wir sagen, in die 3 Damen der entsprechenden Sorte. Und jetzt ist der Zuschauer volles Rohr überrascht, weil damit hätte er ja nicht gerechnet. Er hat die ganze Zeit die 3 gesehen und plötzlich liegen hier die Damen und der Effekt hat wirklich funktioniert. Kleine Zusatzinfo, was hilft bei diesem Effekt noch wirklich sehr stark in der Performance? Hier hilft es vor allem, wenn ihr einen auf Leonard Green macht und wir mit den Karten auch nicht gut umgehen. Oh, und ihr verdreht die aus Versehen und ihr seid vielleicht auch etwas zittrig. Na, komm her. So. Und auch hier. So, also das darf das reinste Chaos sein. Ihr dürft wirklich wirken bei diesem Trick, wenn das euer Stil ist und wenn es zu euch passt. Ich sag nur, für diesen Effekt hilft es, wenn ihr diesen Stil habt, noch weiter zu verkaufen, dass ihr gar keine Ahnung habt von dem, was ihr hier gerade tut und der Zuschauer sich überlegen fühlen kann. Ja, das hilft hier natürlich ungemein. Ja, Freunde, das war der dümmste Kartentrick, den ich hier hochgeladen habe auf diesem Kanal. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wie gesagt, Daumen nach oben oder Daumen nach unten, je nachdem. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge Idiotentest. Bis dann, euer Martin und ciao. Die Teenager-Variante spricht ja so. I am grilling.